Ja, hallo Leute und willkommen zum Kuppeltalk. Heute mit einem wunderbaren Gast, unserem Jan Neute, war ja auch schon bei Pater Berlin einmal zu Gast. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss, so sieht's aus. Verteidigungspolitiker bei uns in der AfD und war lange Jahre Soldat, Zeitsoldat bei der ELOKA, also bei der elektronischen Kampfführung. Und hat uns heute ganz viel zur Verteidigungspolitik in Deutschland zu sagen. Ich muss dazu sagen, dass es bei der ELOKA durchaus auch Leute gibt, die viel im Grünen unterwegs sind und sportlich sind. Also es gibt die verschiedensten Bereiche bei der ELOKA. Nee, weil du das vorhin gefragt hast. Du hast ja gesagt, oh ELOKA, ich dachte, du wärst so viel im Wald gewesen. Also das ist kein Widerspruch. Es gibt da für jeden Geschmack etwas. Aber ihr seid doch Heeres Uniformträger, ne? Nee, wir tragen alle Uniformen. Also ich hatte die Heeresuniform eine Zeit lang getragen, wobei das war vor der ELOKA, wenn ich es mir recht überlege. Dann Luftwaffenuniform in der ELOKA zunächst und später Marineuniform. Ja, also welche Uniform hast du angezogen, um Mädchen aufzureißen? Die Marineuniform ist da schon ganz gut, ja. War ich auch. Gut, wollen wir da gleich zum Tacheles kommen, reden wir über Verteidigungspolitik. Und ja, Bundeswehr ist so ein Leitthema, um ehrlich zu sein. Ich habe es dir eben schon gesagt, ich will es mir schon gar nicht mehr antun. Mhm. Aber wir müssen leider, du musstest leider, und denn die Verteidigung Deutschlands können wir nicht einfach die Hände von irgendwelchen Linken geben. Erzähl uns doch mal was zur Personalpolitik in Sachen MAD. Da ist in letzter Zeit ja viel passiert. Ja, genau. Der MAD-Chef, Herr Gramm, der ist ja abgesetzt worden von Kramp-Karrenbauer. Wir haben natürlich auch heute im Verteidigungsausschuss drüber geredet und wie das denn so ist, da wird es rumlaviert, da kommt keine richtige Information rüber. Im Spiegel stand, er sei wohl zu lasch gewesen irgendwie. Das kann man, wenn man will, auch aus Ihren Äußerungen heute im Verteidigungsausschuss heraushören und herausinterpretieren. Was ich seltsam finde, ja, weil eigentlich ist man da schon ziemlich streng gewesen mit den Maßstäben, dass Rechtsextremisten aus der Bundeswehr raus müssen. Darüber brauchen wir mit keinem diskutieren, das ist seit Jahrzehnten so. Ne? Aber die Maßstäbe werden eben so derart angezogen, dass wirklich jeder Konservative, der eben nicht linksgrün ist, Angst haben muss, als Verfassungsfeind hingestellt zu werden. Und dass das zu lasch sein soll, kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen von Leuten, die aus der Bundeswehr quasi entlassen wurden, die Probleme bekommen haben mit ihrem Dienstherrn, ohne jetzt Namen zu nennen, nur den Sachverhalt so ein bisschen, damit wir das verstehen können, was da eigentlich passiert. Na, es gab zum Beispiel einen, der hat ohne Bundeswehrbezug privat auf Facebook gepostet, dass die Grenzöffnung im Jahre 2015 Rechtsbruch gewesen sei. Und das ist eben schon als Indiz aufgenommen worden dafür, dass der Mann nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und ein Verfassungsfeind ist. Dabei ist es natürlich eine Aussage, die auch Horst Seehofer mal so getroffen hat. Gut, der sagt heute dies und morgen das, aber auch er hat es gesagt. Da gibt es ein 150-seitiges Gutachten von Hans-Jürgen Papier, ehemaligen Mitglied des Bundesverfassungsgerichtes. Und wenn es aber ein Soldat sagt, dann steht das schon als Verfassungsfeind da. Und das ist natürlich was, das ist nicht in Ordnung. Die Bundeswehr verteidigt die freiheitlich-demokratische Grundordnung und sie muss sie natürlich für die Soldaten auch vorleben. Ja. Und das Prinzip vom Staatsbürger und Uniform sieht eigentlich vor, dass man eine eigene Meinung haben kann. Ja, eben, genau. Themen, ja. Das sieht das vor. Das haben wir uns gegeben in den 50ern, als wir uns wieder bewaffnet haben, weil wir was gelernt haben aus der Zeit des Dritten Reiches. Und da hatte man eben nicht Angst irgendwie vor 15 Extremisten. Das tut ja immer die Regierung. Die werden dann mit viel medialer Furore, wird dann auf die Jagd gemacht. Man hatte ja eben gerade davor Angst, dass jemals wieder die Regierung eine Doktrin hier zur Staatsideologie macht und dass man jemals wieder ein Problem bekommt in der Bundeswehr als Soldat, wenn man dieser Ideologie nicht folgt. Und wenn wir uns mal aufmerksam umsehen, dann ist es ja das, was gerade passiert. Und man begründet das damit, dass man eben sagt, ja, es gibt da irgendwelche Extremisten, die gibt es bei 180.000 Soldaten leider auch mal. Und die nutzt man dann eben zur Rechtfertigung, um Maßstäbe anzulegen, die mit dem Prinzip des Staatsbürgers in Uniform, des freidenkenden Soldaten, der politisch selbst entscheidungsfähig ist und ein freier Kopf ist, überhaupt nicht vereinbar sind. Freidenken wird immer seltener hier im Lande. Vielleicht kannst du uns noch was sagen zu irgendwelchen Anträgen, vielleicht der Fraktion bei uns. Was läuft da, was bringen wir gerade ein oder was ist gerade auf dem heißen Stuhl so? Verteidigungspolitisch meinst du jetzt? Wir haben natürlich gerade Haushaltsanträge, da gibt es ganz verschiedene Dinge, die wir beantragen. Zum Beispiel mehr Geld fürs Familienbetreuungszentrum fordern wir. Wir fordern, ein großer Antrag, der noch kommen wird, der jetzt nicht zum Haushalt gehört, ist Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Mhm. Ja.
ist ein großes Thema von der AfD. Wir fordern auch, was bei der Bundeswehr kann man wenig streichen, aber es gibt ein Stabselement für Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion. Die machen denn, ja, das ist Gender, irgendwelche Gender-Seminare und da wird dann die Sexualität des Soldaten so in den Mittelpunkt gestellt, was eigentlich Privatsache ist. Da müssen wir dann Diversity-Seminare und Gender-Workshops machen und da muss jeder über seine Sexualität reden. So ein Unfug wollen wir nicht. 16 Dienstposten hochdotiert, das wollen wir abschaffen. Also wir haben ganz viele, über 30 Anträge, die wir einbringen. Da könnten wir eine ganze eigene Sendung zu machen. Das sind alles gute und sinnvolle Anträge. Und ich sage vorher, werden alle abgelehnt von der Bundesregierung, weil sie von der AfD kommen. Das ist auch so ein Schwachsinn mit diesem ganzen Genderismus, der jetzt in die Bundeswehr einzugehen, auch mit den weiblichen Dienstgraden, die jetzt ja nicht gekommen sind. Ne? Das war dann Leutnantin oder wie? Genau. So ein Quatsch. Und dieses ganze... die Geschlechtsidentität der Soldaten, also du warst auch Soldat, ich war Soldat, wir wissen beide, wer an unserer Seite kämpft, der ist unser Kamerad. Ja. Egal, was er für ein Geschlecht oder was er im Bett macht, das ist doch voll Privatsache. Genau, also das hat einfach keins zu interessieren. Also Soldaten dürfen natürlich nicht diskriminiert und gemobbt werden, gilt schon immer, Paragraph 12, Soldatengesetz, Pflicht zur Kameradschaft, da brauchen wir keine Kram-Karren-Bauer, die da jetzt daherkommen, der irgendwas einführt. Das gibt es schon Ewigkeiten. Mhm. Ja. Es ist so, wenn ich einen Soldat gesehen habe früher, der hat gut geschossen, der hat seine Untergebenen gut geführt, der hat sein Soldatenhandwerk verstanden, da habe ich nicht danach gefragt, was er eigentlich im Schlafzimmer macht oder wo der eigentlich geboren ist, bevor ich gesagt habe, gute Leistung. Das ist vollkommen unwichtig. Mhm. Und das wird jetzt so in den Mittelpunkt gestellt. Das ist einfach falsch. Das brauchen wir nicht. Wo wir gerade beim Privaten sind, wir kommen wieder zum Ende. Wir müssen dich noch zum Ende hin was Privates fragen. Das machen wir eigentlich immer so. Leute, was machst du eigentlich, um dich zu entspannen? Du bist ja total auf Achse, wie die meisten Abgeordneten hier. Musst du mal pendeln zwischen Hessen ist es doch, ne? Ja, genau. Hessen und Berlin. Wie kommst du eigentlich dazu, nach 3 Jahren Ehe, höre ich, ne, mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen? Also, was ich mache, wenn ich mal wirklich lachen will, dann gucke ich vorbei auf dem Facebook-Account von Helge Lind. Das ist immer ganz lustig von der SPD. Okay. Das kann ich empfehlen. Da ist auf jeden Fall ein gewisser Fun-Faktor dabei. Ansonsten, ich mache Sport. Ich lese gerne mal was, wenn ich dazu Zeit habe. Sowas. Aquarium, da kümmere ich mich auch drum. Ja, also so. Und ich habe auch eine Ehefrau noch, genau, mit der bin ich 3 Jahre jetzt verheiratet und die braucht auch Zeit ein bisschen. Ne? Und dann ist meine Zeit auch schon ausgeschöpft. Die kam aber zuletzt, die Ehefrau, da gibt es zuletzt genannt. Ne? Das ist dann. Ich habe es gestern ganz groß auf Instagram gepostet. Ja, Leute, dann bedanke ich mich gefreut, auf jeden Fall. Und gerne. War schön, dass du hier warst und hoffentlich bald wieder. Gerne. Und folgt ja Leute auf Facebook und auf Instagram und YouTube. Hat er, glaube ich, auch schon einen YouTube-Kanal, einen kleinen. Wir werden das alles verlinken unten. Eventuell kommt ja noch was. Ne? Vielleicht inspiriert dich ja der heutige Tag, da mehr zu machen. Okay. Alles klar. Ciao. Ja, das ist, glaube ich, ja.